Moin Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt's eine weitere Folge GTA Online. Ihr seht, ich muss erstmal noch kurz in das Spiel rein spawnen. Heute geht's darum, ich möchte den Heist-Final abschließen, möchte die letzten zwei Vorbereitungsmissionen mit euch machen. Ich habe nämlich nur noch zwei Stück zu machen. Ich hatte gestern, wo ich gestern die Videos aufgenommen hatte, oder vorgestern, hatte ich ja den Heist fast fertig oder hat ihn angefangen wieder vorzubereiten. Heute ist das Hauptziel die Inhaberwertpapiere. Die bringen allein schon 1,3 Millionen, glaube ich. Wir müssen mal auf den Planungsscreen gucken. Auf jeden Fall habe ich Gold entdeckt, Marihuana, also Gras und Money und Gold. Also ich werde das Ganze jetzt so machen, höchstwahrscheinlich, also das Gras und alles ist natürlich wieder im Hangar drin. Ich werde es natürlich so machen, dass ich das Hauptziel mitnehme, mir vielleicht ein bisschen Gold einpacke und den Rest am Hangar voll mit Gras mache. Oder ich mache alles voll mit Gold, was vermutlich auch besser ist, und hau dann so ab. Aber während ich jetzt hier ins Spiel reinlade, stelle ich mich nochmal ganz kurz stumm und schicke mal eine Sprachnachricht an meinen besten Freund, was der dazu sagt, was ich machen soll. Bis gleich. So, also ich habe jetzt eine Sprachnachricht an meinen Freund geschickt. Ich hoffe, dass der mir recht schnell antwortet. Hoffentlich noch während der Vorbereitung. Wenn nicht, rufe ich ihn mal ganz kurz an. Aber ich hoffe, dass der das jetzt liest. Der war vor ein paar Minuten erst online. Aber online auf der PS4 ist er nicht, ne? Ne, der ist offline. Ich rufe ihn mal kurz an, Leute. Okay, ich habe gerade angerufen, er ist nicht erreichbar. Habe über WhatsApp angerufen, kam direkt nicht erreichbar. Ja gut, ich denke, dann muss ich wohl da drauf scheißen. Auf gut Deutsch gesagt. Dann mache ich es jetzt so. Ich hole mir das Hauptziel, versuch's zumindest. Und hole mir dann alles voll mit Gold. Weil ich vermuten wohl, dass das Gold mehr bringt wie das Gras. Hey Google. Was bringt dem Caio Perico heißt mehr Geld? Gold oder... Ich habe im Web Folgendes gefunden. Ach, leck mich doch. Hey Google. Was bringt dem Caio Perico heißt mehr Geld? Gold oder Gras? Hier sind einige Ergebnisse aus einer Suche. So. Die hat's mit Geld Gold geschrieben. Hier, nein, jetzt komm, mach. Egal, ich probiere es einfach aus. Also ich habe jetzt da kein gescheites Ergebnis gefunden. Ich hab da jetzt auch keinen Bock mehr, irgendein Video anzugucken, während wir jetzt hier gerade aufnehmen. Da steht wieder meine Oppressor draußen rum, die wird erstmal eingelagert. Lester, du brauchst mich jetzt nicht nerven. Planungsscreen. Bitteschön. 1,1 bringe es. Okay, also doch nicht so ganz daneben. Hä? Warum hat sie Sabotage nicht gespeichert? Ich habe die doch gemacht. Ey, ernsthaft? Och, leck mich doch am Arsch, echt.
Jetzt mache ich erst die Luftunterstützung. Die Waffen hatte ich nämlich schon gemacht. Och Mann, ist das ein Scheiß. Jetzt hat es ernsthaft nicht gespeichert. Ey, das ist doch ein Rotz. Ist doch hinten gleich wieder einer in der Nähe. Ja. Da bin ich nämlich das letzte Mal schon drauf reingefallen. Da hinten bei mir in der Nähe ist gleich eins. Ich stelle mich. So, jetzt kommt ein anderer Freund von mir online, der damit den Heist mit mir macht. Ich muss ihn mal fragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich weiterhin mit aufnehme. Ja, okay. Na gut, Helis könnt ihr so viele neue spawnen, wie ihr wollt. Die verfolgen mich eh nur eine kurze Weile, da ich eh schneller bin wie die. So. Gott sei Dank ist der Sparrow so schnell, ey. Voll von Vorteil. Ist voll geil, dass der so schön schnell ist. Alter, ist das selbst der Buzzard langsamer. Komm, die scheiß Buzzards, du. Nein. Treffe ich jetzt immer so einen scheiß Buzzard oder was? Jetzt. Minuten heißt, jetzt haben wir 5:45. 5 nach 6 kommt er online. Fünf nach sechs, bis dahin. Habe ich hoffentlich die drei Vorbereitungen gemacht? Ja, sollte hinhauen, sollte hinhauen. Probieren wir. Müssen wir probieren. So, noch zwei.
Ja, ich weiß, ich hab da bloß noch zwei. Brauchst mir nicht gleich so Stress, Pavel. Ich mach das schon. Ach, leck mich doch ernst. Jetzt ist er hier. Gut, das war's. Oh, warte mal, mir ist es jetzt so blöd. Ja, ich weiß, dass das Wichtigste vorbereitet ist, Payable. So, jetzt noch die Panzerung. Also ihr müsst es so verstehen, wer sich mit dem Calibrico halt gar nicht auskennt, dem erkläre ich das jetzt mal kurz. Also ihr müsst an diesem Planungsbildschirm verschiedene Missionen absolvieren. Und dadurch, dass ihr diese Mission absolviert, tut ihr diesen Heist vorbereiten. Die sogenannten Sabotagen, die ich jetzt hier gerade mache, sind kein Pflichtteil. Also ich könnte jetzt schon den Heist zocken. So, jetzt ist nur die Vorsorge von mir, sollte ich doch erwischt werden, was ich höchstwahrscheinlich auch werde, obwohl man jetzt nicht gleich den Teufel an die Wand malen soll. Das letzte Mal habe ich es auch alleine geschafft, da wurde ich nicht entdeckt. Ja, auf jeden Fall sind die Sabotagen einfach nur Hilfen, wenn du erwischt wirst oder wenn man erwischt wird, dass die Gegner halt nicht so krass sind. Dass keine Luftunterstützung kommt, die habe ich jetzt gerade so eben ausradiert, und dass die Panzerung der Wachen halt eben kleiner ist, vielmehr, dass die gar keine Panzerung tragen. Jetzt die Waffen, die ich gleich noch machen muss, die Waffen muss ich noch ausschalten, da muss ich verschiedene Waffenhändler töten, damit die Wachen halt auch weniger Waffen bekommen.
Ja, das ist dann alles solche Vorbereitungsdinger. Und ihr seht schon eine Granate hier und alles ist weg. Jetzt noch reingehen und drinnen noch alles zerstören. Der dich hier? Halt dein Maul. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Ah, die geht kaputt. 3, 2, 1. Na gut, ich bin tot, aber egal. Aber die Ladung wurde zerstört. Noch ein alter Hafenschlepper. Ja, tot. Bäh. So, vorbei. Jetzt ruft der andere Kumpel an. Ich stelle mich noch mal kurz stumm. Also gut, Leute, jetzt kommt noch mal ein Freund von mir online, also es kommen gleich zwei Freunde von mir online, einer kommt vorher, der andere kommt nachher, es kommt jetzt einer online, der dürfte auch gleich angezeigt werden, dass er online kommt, die letzte Vorbereitungsmission werde ich mit ihm absolvieren, weil die ein bisschen schwerer ist, das mit den Waffen ist es nämlich und bewegt sich mein Mund, während ich rede? Oh ja, krass. ja, passt auf. Auf jeden Fall werde ich jetzt das Video beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich denke, den Heist werde ich mal aufnehmen, wenn ich ihn alleine spiele. Weil ich werde jetzt, denke ich mal, den Heist mit ihm spielen. Ja, mal gucken. Oder wir warten halt, bis mein anderer Kumpel noch online kommt. Dann sind wir zu dritt. Und dann können wir richtig schön saftig Kohle da rausholen. Dann kriegt vielleicht jeder sogar eine Million. Aber mal gucken, vielleicht mache ich ihn jetzt auch nur mit dem Freund, ich weiß es nicht, das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Jetzt seht ihr, dass er online kommt und bis demnächst, ciao.